und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatsminister. Die Medien melden es heute auf allen Kanälen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat die ersten drei Sonderzulassungen für diese Corona-Tests zur Eigenanwendung freigegeben. Sie haben auch vorhin erwähnt gehabt, dass Sie, glaube ich, 8 Millionen Stück geordert haben für Bayern. Jetzt hätte ich hier eine Frage: Wie viele der gekauften Tests sind für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen vorgesehen, wo wir ja wirkliche Hotspots haben und wo wir vulnerable Gruppen ja schützen wollen? Herr Kollege Winhardt, Sie wissen ja vielleicht als Vorbemerkung, dass wir Gott sei Dank in den Alten- und Pflegeheimen einen Rückgang der Neuinfektionen haben, und zwar Gott sei Dank auch in einer richtig guten Größenordnung. Das ist die frohe Botschaft, das will ich Ihnen sagen, die mir auch von Herzen wichtig ist, weil wir gerade da ja auch die Schwächsten schützen wollen. Und ich glaube, unser Konzept ist da aufgegangen in der Frage der Beratung, der Unterstützung und natürlich auch der Begleitung durch Testungen. Die Einsatzgruppe Pflege, die durchs LGL dort immer wieder da war, hat sich bewährt, und insgesamt haben wir auch das Testkonzept ja dort tatsächlich geschärft mit 3 Testungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit dem Thema sicherer Besuch, auch mit Unterstützung der Hilfsorganisationen. Deswegen sind wir dort tatsächlich auf einem guten Weg. Wir haben die Schnelltests, die wir jetzt als Selbsttests, man muss immer aufpassen, dass man vom Wording tatsächlich richtig kommt. Ich bringe das auch mal durcheinander. Wir haben ja auf der einen Seite die Schnelltests, die von geschultem Personal angewendet werden müssen. Und das, was heute zugelassen worden ist, sind ja die Selbsttests vom BfArN. Und die haben wir jetzt vorwiegend erstmal vorgesehen für den Einsatz an Schulen und bei Kitas, um dort das Testsystem zu ergänzen. Ich schließe aber nicht aus, dass wir das auch erweitern können auf andere Bereiche. Das ist gerade in der Beratung. Und das ist im Moment die Einsatzmöglichkeit. Eine Rückfrage vom Kollegen Winhardt. Ja, sehr geehrter Staatsminister, Ihre Positivmeldungen bezüglich dieser Alten- und Pflegeheime teile ich noch nicht ganz. Wir haben ja leider die letzten Wochen und Monate erleben müssen, dass gerade die Alten- und Pflegeheime besonders betroffen waren und der Staatsregierung eben nicht gelungen ist, hier diese Gruppen besonders zu schützen, im Gegensatz zu den Schulen und Kindergärten, wo wir eben kaum Infektionen hatten, wo wir jetzt aber diese Selbsttests einsetzen wollen. Ich frage Sie jetzt aber nochmal, weil Sie schon angekündigt haben, dass es unter Umständen auf andere Gebiete ausgeweitet wird. Wie schaut es denn aus? Brauche ich einen Selbsttest oder Schnelltest oder welchen Art von Test auch immer, demnächst beim Einkaufen, fürs Kino, für die Gaststätte, für die Veranstaltungen? Plant hier die Staatsregierung konkret, dass diese Schnelltests oder Selbsttests vermehrt auch im restlichen Leben zum Einsatz kommen? Die Frage stellt sich im Moment an dieser Stelle nicht. Ich habe Ihnen gerade beantwortet, für was wir jetzt die Tests konkret einsetzen.